Wir möchten euch heute zeigen, warum ihr eure Haferflocken mit einer Flockenquetsche selbst quetschen solltet, was ihr sonst noch alles mit einer Flockenquetsche machen könnt und ich möchte euch zeigen, was für eine Flockenquetsche ich benutze und euch einen kleinen Testbericht geben und die Vor- und Nachteile dieser Quetsche zeigen. Also bleibt dran! Ich bin Anna von Frame It Green. Fabi steht mal wieder heute hinter der Kamera. Hi. Am Ende des Videos zeige ich euch noch die Vor- und Nachteile meiner Flockenquetsche und warum ich mich für diese Flockenquetsche entschieden habe und nicht für eine andere. Also bleibt dran. Falls ihr noch andere Videos zum nachhaltigen Leben, zur Heilkräuterkunde oder auch zum Kochen sehen wollt, dann abonniert uns doch, klickt die Glocke und dann verpasst ihr kein Video. Also gut, dann fangen wir jetzt mal an. Die Haferflocken, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, sind erhitzt oder konserviert, da Hafer sehr viel Fett enthält und dadurch schnell ranzig wird. Das heißt, wenn ihr Haferflocken haben möchtet, die einmal Rohkostqualität haben, aber auch vollwertig sind, das heißt alle Vitamine, Mineralien und auch Enzyme noch enthalten sind, dann solltet ihr die Flocken selbst quetschen. Außerdem schmecken die selbst gequetschten Flocken viel, viel besser. Wenn man mal den Vergleich hat, die gekauften Flocken schmecken eigentlich nach gar nichts. Zudem habt ihr noch viel, viel mehr Möglichkeiten mit einer Flockenquetsche. Das heißt, ihr könnt nicht nur Haferflocken machen, sondern auch Dinkel, Roggen, Weizen oder andere Sachen quetschen. Ein großer Vorteil vom Selbstquetschen ist, dass man die ganzen Getreide oder Saaten auf Bauernhöfen oder in Biomärkten oder auch in Unverpacktläden kaufen kann. Das heißt, man kriegt es entweder in Papiertüten, ja, oder man bringt seine Gefäße mit und füllt es einfach ab. Also weniger Müll und dadurch besser für die Umwelt. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu meiner Flockenquetsche und zum Testbericht. Ich habe die Eschenfelder Flockenquetsche und zwar das Tischmodell. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ganz kurz die Fakten nennen. Ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber es gehört einfach dazu. Die Flockenquetsche besteht eigentlich komplett aus Buchenholz, zumindest der Korpus. Das Holz ist nachhaltig zertifiziert und kommt hier aus heimischen Wäldern. Ich fange einfach mal von oben an. Also ich habe einen Holztrichter. Es gibt von Eschenfeld auch die Möglichkeit, dass man einen Alutrichter bestellt. Die Walzen sind aus Edelstahl und zinkfrei. Das hat den Vorteil, dass man auch ölhaltige oder fettige Saaten damit quetschen kann. Weiterhin kann man die Quetsche stufenlos einstellen und zwar mit diesen Flügelmuttern hier an der Seite. Man sollte aber immer darauf achten, dass man beide gleichzeitig dreht. Die Eschenfelder Kornquetsche ist handbetrieben, das heißt, sie hat hier eine Kurbel, die ist 20 cm lang. Man kann auch noch eine längere bestellen, die ist dann 25 cm lang. Dadurch geht es etwas leichter, aber ich finde hier die 20 cm reichen dicke aus. 20 cm reichen, ne? Das Tischmodell ist mit Schraubzwingen befestigt, die sieht man hier unten. Man sollte darauf achten, dass man eine Platte hat, die maximal 5 cm dick ist und mindestens 4 cm lang. Das ist auch der Grund, warum die nicht bei uns in der Küche befestigt ist, sondern hier am Fensterbrett, weil unsere Küchenzeile einfach zu kurz ist, um sie zu befestigen. Laut Hersteller kann man 50 Gramm Hafer in 20 Sekunden quetschen. Das können wir auch gleich mal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Mühlen. Es gibt elektrische, es gibt die handbetriebenen, es gibt Kombi-Modelle, das heißt eine Mühle und eine Haferquetsche in einem als Elektrogerät. Aber es gibt zum Beispiel auch von Eschenfelder die Möglichkeit, dass man die Quetsche an der Wand befestigt. Das heißt, wenn man nicht genug Platz in der Küche hat, einfach ab an die Wand damit. Dann kommen wir eigentlich schon zu den Vor- und Nachteilen dieser Flockenquetsche. Ich fange einfach mal mit den Nachteilen an, weil es gibt eigentlich so gut wie keine. Das Einzige, was mich ein bisschen an der Flockenquetsche stört, ist, dass man eine normale Müsli-Schale nicht unbedingt unter diesen Auffangtrichter bekommt. Aber wenn man die Schüssel ein bisschen kippt, dann passt das auch. Dann zwei Punkte, die generell für handbetriebene Quetschen gelten. Also eine ganz normale Portion Müsli oder sowas kann man damit einwandfrei quetschen. Auch ein paar kleinere Mengen zum Backen ist kein Problem. Aber wenn man wirklich viel quetschen will, zum Beispiel für eine Kita oder für, ja, keine Ahnung, ein Restaurant oder so, dann sollte man sich vielleicht doch lieber für eine elektrische entscheiden. Außerdem sollte man sich überlegen, wo man seine Flockenquetsche platziert, weil es ist ein bisschen nervig, die jeden Tag an- und abzuschrauben. Aber das gilt eigentlich für alle handbetriebenen Tischmodelle. Was vielleicht für manche ein Nachteil ist, für mich überhaupt keins, ist, dass die Flockenquetsche nicht so stylisch ist. Also es gibt stylischere Modelle, aber für mich gilt ja lieber bessere Funktionen als eine gut aussehende Flockenquetsche. Wobei ich finde die jetzt gar nicht so hässlich. Ja.
Aber wie gesagt, es gibt vielleicht ein paar stylischere. Und jetzt zu den Vorteilen, die überwiegen hier auf jeden Fall. Eins der größten Vorteile und eigentlich auch der Grund, warum ich mich für diese Flockenquetsche entschieden habe, ist, dass sie sehr offen gebaut ist. Man kann alles ganz leicht reinigen, man kommt überall dran. Und dadurch, dass dieser Holztrichter auch noch abnehmbar ist, kann man wirklich die Walzen super einfach reinigen. Dafür auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das haben nicht viele Flockenquetschen. Weiterhin finde ich super, dass die Walzen aus Edelstahl sind. Man kann deswegen nicht nur Getreide quetschen, sondern auch Ölsaaten und andere Gewürze. Vielleicht ein kleiner Vergleich zwischen den Eschenfelder Modellen. Der Holztrichter ist abnehmbar, der Alutrichter leider nicht. Deswegen habe ich mich auch hier für den Holztrichter entschieden. In der kompletten Mühle ist kein Plastik verarbeitet. Das war für mich auch ein großer Pluspunkt. Was viele Quetschen auch nicht können, ist die stufenlose Einstellbarkeit. Für mich auch ein großer Punkt, weil dadurch ist man sehr flexibel, was man quetschen kann. Große Sachen oder auch ganz kleine Saaten wie Leinsamen oder Mohn. Und zu guter Letzt finde ich es wirklich klasse, dass man eigentlich fast alle Bestandteile der Quetsche nachbestellen kann. Also ob es der Trichter oder die Walzen ist, aber auch die Kurbel oder die Schraube unten, kann man alles nachbestellen bei Eschenfeld. Dann kommen wir jetzt mal zum Preis. Der Preis ist heiß. Also ich habe damals für diese Flockenquetsche, ich glaube, so um die 170 Euro bezahlt. Es gibt Quetschen, die deutlich günstiger sind. Aber ja, wie gesagt, ich finde, die Quetsche ist einfach am besten durch die ganzen Vorteile, die ich euch genannt habe. Deswegen waren es mir die 170 Euro einfach wert. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie die Quetsche funktioniert und auch ein paar Beispiele, was man alles damit quetschen kann. So, ich habe für euch jetzt mal hier ein paar Beispielquetschungen durchgeführt. Für das Getreide habe ich hier natürlich den Hafer ausgewählt. Einmal in grob, in fein oder auch als Mehl. Ich persönlich finde es ein bisschen mühselig, mit der Flockenquetsche Mehl herzustellen. Dafür nehme ich dann doch lieber meine Getreidemühle. Falls ihr Interesse an einem Review von der Getreidemühle habt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. So, dann geht's auch schon weiter hier mit den Saaten. Ich habe für euch einmal Sonnenblumenkerne gequetscht, dann Leinsamen und auch Sesam. Mohn hatte ich jetzt leider nicht da, aber das ist theoretisch auch möglich. Weiterhin kann man mit der Quetsche, wie schon erwähnt, Gewürze quetschen. Ich habe hier jetzt einfach mal Fenchelsamen und Kardamomkapseln. Auch gehackte Nüsse kann man mit der Flockenquetsche quetschen. Wir haben hier jetzt als Beispiel einfach mal Walnüsse gequetscht. Außerdem kann man mit der Quetsche auch Linsen quetschen oder auch ein paar Trockenfrüchte. Wir haben hier jetzt einfach mal Rosinen gequetscht. Also man kann wirklich fast alles mit dieser Quetsche quetschen, außer Mais. Warum nicht Mais? Mais ist einfach für die meisten Quetschen und auch für die meisten Getreidemühlen zu hart und zu groß. Dann kommen wir zu guter Letzt zur Reinigung der Quetsche. Das ist ja bei diesem offenen Modell eigentlich gar kein Problem. Wenn ihr viel Ölsaaten oder Hafer quetscht, dann solltet ihr regelmäßig ein bisschen Reis durch die Quetsche jagen, weil der nimmt das Öl ganz gut auf und reinigt dadurch die Walzen. Für alles Weitere wird hier so ein Pinsel mitgeliefert. Damit kann man auch nochmal die Walzen gut abbürsten und auch der Übergang zwischen Walze und Auffangröhre, da muss man regelmäßig auch mal gut durchputzen. Das Holz der Quetsche kann man ganz einfach mit einem nassen Lappen abwaschen. Man sollte die Quetsche niemals in eine Spülmaschine geben, aber ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht zu sagen, weil das ist selbsterklärend. Das war's heute auch schon wieder von uns. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten in euer Müsli reinquetscht. Ist es Leinsamen, sind es die Haferflocken oder vielleicht auch Dinkelflocken? Also einfach mal einen Kommentar da lassen. Ansonsten abonniert uns, drückt die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und ihr könnt auch mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Also, bis bald, ihr Lieben. Tschüss! Das Tischmodell ist mit Wir haben hier jetzt mal einfach ein paar Walnuss und Wir haben hier jetzt als Beispiel einfach mal Walnüsse gequetscht. Gut? Ja. Fehlt noch irgendwas? Nee, ne? Ich wüsste nicht was. Na, dann quetschen wir mal.